Kennst du das? Du bist zu Hause und auf einmal schneidest du dich in den Finger. Oder kennst du das? Du arbeitest kurz an etwas Holzartigem und bam, ein Splitter drin. Oder du kommst nach Hause und dir ist so übel und du kommst gar nicht mehr von der Toilette runter. Und dann wünschst du dir etwas, was schnell hilft. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Und ich möchte dir heute eine kurze Information geben, was in jeden Haushalt an Medikamenten gehört und wie du diese auch behandeln sollst. Weil wenn du das hast und es ist zum Beispiel jemand zu Besuch, kannst du ihm helfen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, du kannst denen dann so die Unterstützung geben, dass sie denken, wow, du bist aber fast wie eine normale Apotheke. Ja? Und deswegen habe ich heute das Video für dich gemacht, was ist zu beachten und worauf solltest du achten. Fangen wir an mit der Lagerung von Arzneimitteln. Die meisten lagern ihre Arzneimittel zum Beispiel in der Küche oder zum Beispiel auch im Bad. Und warum ist es nicht zu empfehlen? Weil meistens ist es dort sehr warm und es ist auch noch feucht. Und das tut Arzneimitteln, aber auch Verbandstoffen nicht so gut. Das heißt, lager die Sachen in einer kühlen, dunklen Umgebung. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, bitte, bitte, versuche die Medikamente wirklich vor Kindern zu schützen, besonders vor Kleinkindern. Ich weiß nicht, ob du einen Kinderhaushalt hast, aber es gibt so verschließbare Schränke, das ist eigentlich am besten. Oder schützt sie so, dass die Kinder nicht so gut rankommen. Das ist mein zweiter Tipp. Dann gibt es natürlich Medikamente, die du dauerhaft brauchst, wie zum Beispiel, wenn du Asthma-Präparat hast, was verschreibungspflichtig ist. Trenn das von deinen anderen Medikamenten, weil das meistens nur für eine Person ist und nicht für alle. Ja? Deswegen da vielleicht eine Trennung vornehmen. Dann ganz wichtig, Notfallnummern. Wie häufig habe ich es gehabt, dass Kinder irgendetwas zu sich nehmen, Chlorreiniger etc. pp. Und dann braucht man Notfallnummern, die Giftzentrale, wo dann schnell hilft, die genau wissen, was zu tun ist. Ja? Da ist es auch wichtig bei Kindern wirklich diese Sachen bei der Hand zu halten. Also Notfallnummern sehr, sehr wichtig. Wenn du ein Medikament anbrichst, dann schreib genau das Datum drauf, weil manchmal sind Tropfen und Säfte auch nur 3 bis 6 Monate haltbar. Dann weißt du, ist es noch zu gebrauchen oder nicht. Und natürlich schau mal immer regelmäßig auf Verfall durch, weil die Arzneimittelhersteller machen es natürlich haltbar, solange sie ihre Tests haben. Danach haben sie aber keine Gewährleistung mehr. Und danach hast du keine Ansprüche mehr darauf, ob es wirkt oder nicht. Das waren so ein paar kleine Tipps und Tricks, worauf du achten solltest bei deiner Hausapotheke. So, jetzt gehen wir das aber mal chronologisch durch. Was gehört in jedem Haushalt? Das ist je nach Haushalt, wie groß der Haushalt ist, auch unterschiedlich. Ich habe jetzt mal ein größeres, mittleres Programm gemacht. Es fängt an mit dem klassischen Fieberthermometer. Ich bin ein Freund vom klassischen Fieberthermometer, das man unter die Zunge legt. Es gibt aber heutzutage auch schon Fieberthermometer, wo du einfach mit Infrarot zum Beispiel auf der Stirn messen kannst. Also ich bin aber ein Freund davon, von dem klassischen Fieberthermometer immer noch. Ja, dann Pinzette, ich hatte ja gesagt, Pinzette, wenn du einen Spreißel drin hast, immer wichtig im Haushalt zu haben. Dann Zeckenzange, in den Gebieten in Deutschland, wo Zecken auf dem Vormarsch sind, wo rote Gebiete sind, da sind Zeckenzangen oder spezielle Pinzetten gut. Wenn du die nicht hast, dann hab eine gute Pinzette, damit geht es eigentlich auch sehr, sehr gut. So, dann natürlich Pflaster, Binden, Verbandmaterial. Da gibt es so viele verschiedene, da könnten wir ein eigenes Video von machen. Hab auf jeden Fall ein paar Sachen da, damit du die Dinge abdecken kannst, damit du Dinge schützen kannst, um sie dann vielleicht nachgehend zu behandeln. Ja, so, ich habe hier bewusst keine Medikamente genau bezeichnet, weil ich finde es immer schwierig zu sagen, nimm das, nimm das. Ich habe natürlich meine Favoriten, die ich lange, lange getestet habe, über 12 Jahre Patientenerfahrung habe, auch an mir selber getestet habe, deswegen habe ich da schon meine Favoriten, aber ich möchte hier wirklich grundsätzlich nur den Rahmen geben. Und wenn du Fragen hast, was genau, dann kannst du mir gerne schreiben, dann beantworte ich dir das auch, aber jetzt gehen wir mal, was sollte man auf jeden Fall da haben? Du solltest auf jeden Fall ein Schmerzmittel da haben. Ich empfehle ein Schmerzmittel immer als Saft da zu haben, ja, wenn du mal nicht mehr schlucken kannst,
und immer als orale Form, als Tabletten oder Tropfen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Bei Kindern kannst du auch überlegen, ob du Zäpfchen nimmst. Ja? Das wäre auch noch eine Option, die man nehmen kann, wenn man zum Beispiel Probleme hat, dass die Kinder irgendwie die Arzneimittel einnehmen. Ja? Dann wären Zäpfchen die Wahl bei Schmerzen. Dann natürlich Halspastillen sind immer gut, weil wenn du Halsschmerzen hast, wenn du Husten hast, wenn du Reizhusten hast, ist das Wichtigste die Befeuchtung. Ja, das Wichtigste die Befeuchtung. Dann, wenn du Schmerzen hast, Fiebersenkung. Ich bin ein Freund davon, Fieber nicht zu früh zu senken, weil der Körper durch erhöhte Temperatur versucht, die Bakterien oder die Viren aus dem Körper herauszubekommen. Und deswegen ist Fieber grundsätzlich nicht schlecht. Aber es muss von der Gradzahl angemessen sein. Ja? Und man fühlt sich ja auch schlapp. Und das muss nicht sein. Also Schmerzmittel und Fieber senkendes Präparat kannst du ruhig nehmen. So, dann grundsätzlich Erkältungspräparate. Da gehören natürlich dazu, dass du die Nase frei bekommst, um die Stirnhöhle nicht vereitern zu lassen. Dass du, gegen den Husten, Reizhusten oder, abhusten kannst. Das ist noch ein wichtiger Aspekt, der auf jeden Fall bei Erkältung noch mitzieht. Das sind so die Kernthemen, um den Bereich Erkältung abzuschließen. Dann Magen-Darm, auch eine sehr erfreuliche Sache, die nie schön ist. Und da musst du natürlich etwas da haben, wo du den Durchfall behandeln kannst. Da ist es wichtig, dass du die richtigen Sachen da hast, weil es gibt Präparate, die dürfen Kinder zum Beispiel nicht einnehmen, weil sie wie Morphium wirken. Wenn du da Fragen hast, schreib mir auf jeden Fall. Dann, wenn du Verstopfungen hast, gibt es natürlich auch Tipps und Tricks, wie du das machen kannst. Ich würde da immer Präparate nehmen, die langfristig zum Erfolg führen und nicht kurzfristig dich in den Teufelskreis schießen. Und dann sehr häufig, das ging mir früher sehr häufig so, zur Weihnachtszeit, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn der Braten aufgefahren wird und es sehr viel Essen gibt, dann kommt es häufiger zum Völlegefühl, zum Sodbrennen. Da gibt es natürlich auch Sachen und wenn du die da hast, ist es natürlich extrem gut, weil dann fühlst du dich einfach besser. Ja, dann gibt es ganz wichtige Sachen, wenn du Juckreiz hast, wenn du Ausschläge hast, ja, wenn du zum Beispiel im Sommer von Mücken gestochen wirst oder wenn du eine allergische Reaktion hast, dafür solltest du immer was im Haus haben, also Juckreiz ein wichtiger Punkt. Dann Kinder, die verletzen sich immer, Wunddesinfektionspräparate, extrem spannend und wichtig, immer im Haus halten. Ja, wie ist es mit Brandverletzungen? Brandverletzungen sind auch extrem unglücklich meistens und es ist schön, wenn du was dabei hast und wenn du was im Haus hast, um das zu therapieren. Das wäre natürlich bombastisch. Ja, dann gehen wir nochmal auch auf die Augen. Ja, das finde ich extrem wichtig, das vergessen die meisten. Es gibt verschiedene Augentropfen, einmal um die Rötungen wegzubekommen, um diese Reizung rauszubekommen. Es gibt aber auch Augentropfen, um zum Spülen, um zum Befeuchten. Und wenn du mal was im Auge hast, ist es halt schön, wenn du es gleich griffbereit hast. Weil wenn du was im Auge hast, du siehst nichts mehr und musst dann erst in die Apotheke kommen, ist nicht so gut. Ja? Deswegen Augentropfen werden häufig vernachlässigt. Ich finde es immer wichtig, weil ich auch so ein Mensch bin, das Augenlicht für den extrem wichtig ist. Also ich kann mir auch so Kontaktlinsen nicht so reinmachen. Dann natürlich Sportgele. Sportgele, unglaublich wichtig. In dem Zusammenhang würde ich auch immer ein Kühlpack im Gefrierschrank haben. Vielleicht auch eins noch im Kühlschrank, weil Kühlung ist das A und O bei Sportverletzungen. Und das sollte man immer mit dabei haben. Ja? Sportgele. Ja. Und dann Dinge, die du persönlich brauchst. Es gibt dann, Herpesgele oder zum Beispiel auch Asthmasprays oder so etwas. Das sind so die Punkte für eine richtig gute Hausapotheke. Gib mir mal ein Feedback dazu, ob dir das gefallen hat, was du noch genau möchtest oder ob du vielleicht auch eine Liste haben möchtest von mir, wo ich dir mal alles so aufschreibe, was da reingehört. Oder ob du sagst, na, Hausapotheke habe ich eigentlich schon ganz gut, aber mir wäre eigentlich die Reiseapotheke viel, viel wichtiger. Also, wenn dir das gefällt und du sagst, hey komm, da möchte ich einfach mal noch nähere Informationen haben, dann sag mir Bescheid. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.